regenerierende Monster von gerade eben in 10 Kilotonnen. Oh! Du stirbst, mein Freund. Ist er noch irgendwo? Oh. Und ihr sterbt auch. Kommt her! Los, kommt her! Die Fresse dick von euch. Nein, 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 Leben, schießt mich ab. Du schießt mich nicht ab. So, Jungs, jetzt ist aber Schluss hier. Ist doch viel gemütlicher jetzt, wenn es so leise ist. Scheiß Viecher, Mann. Scheiß Viecher. Nimm das Geld mit, Mann. Bah. Wo lang? Zurück? Wieso zurück? Es gibt aber noch Etage 3. Wir waren noch nicht auf Etage 3, Isaac. Könnte sein, dass da was für uns liegt. Wir müssen erstmal auf Etage 3. So. Etage 2. Etage 2. Etage 3. Hallo. Willkommen auf Etage 3. Guck mal. Zeug. Medipack. Na endlich. Oh, noch mehr Zeug. Nämlich. Yeah. Und? Hat sich das gelohnt oder hat sich das gelohnt? Yeah, Halbleiter Rubin. Das heißt 10.000 Mücken, wenn wir den verkaufen. Klingt nach einem neuen Energieknoten für uns. Ich bin dafür, dass man dann gleich auch mal die Rig wieder weiter ausbaut. Damit wir einfach mehr Leben, Sauerstoff und so einen ganzen Scheiß haben. Weil wir ja mittlerweile auch festgestellt haben, dass zum Beispiel Sauerstoff in bestimmten Situationen eine ganz wichtige Angelegenheit werden kann. Wenn man davon nicht zu viel, nicht genug hat. Nicht zu viel hat. Wieso nicht zu viel? Na, ist egal. Aber hier, nimm dir noch mal so einen Apfel mit, Isaac, so für unterwegs. Du hast ja die ganze Zeit nichts gegessen. Wobei, würde ich echt einen Apfel essen wollen, der hier bei den Monstern und so die ganze... Nachher mutiert dieser Apfel so in meinem Bauch. Dann hab ich... Boah, was... Na, kommt noch raus! Los, los! Nicht, weil ich mich erschreckt habe und ich mich deshalb an euch rächen will, sondern... weil ich voll der harte Knochen bin, Mann. Ich hab, eine Knarre und ich werde euch so umbringen, Mann. Oh, ich hab so keinen Bock, ey. Ab in die Mitte. Benutzen, umbauen. Jetzt nur schauen, was bauen wir um. Was sagt die Rig? Die Rig sagt, wir können eigentlich gerade nichts machen, außer Luft. Luft ist aber nichts. Also Luft ist wenig. Dann mache ich lieber den Plasma-Cutter, wo ich vorhin gesagt habe, hier einen rein. Der bringt dann gleich mehr. So. Lauf, 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 lauf. Fuck. Ich vertraue der ganzen Einrichtung hier total. Oh, boah, das ist ja ekelhaft. Guck dir die Scheiße da mal an. So, was sagt denn unser Shop? Sagt jetzt, wir haben wie viel Geld? Wir haben eh schon 20.000 Mücken. Und dann verkaufen wir jetzt noch den Halbleiter Rubin. Booyah! Und haben erstmal 30.000. Das Stase-Packet verkaufen wir. Das behalten wir, behalten wir. Und dann... gehen wir jetzt die beiden... Nein, halt! Fuck, das wollte ich ja gar nicht. Hier, mach nochmal.
dann kaufe ich jetzt noch. Wir haben wie viel? Einen Knoten. Und dann gehen wir jetzt zwei kaufen. Komm, ganz unten, ganz unten, ganz unten. Dann haben wir jetzt drei Knoten. Ach, weißt du was? Komm, ich knaufe noch einen vierten. So. Vier Knoten. Das heißt, wir können auf jeden Fall den Plasma-Cutter. Ich gehe nochmal dahin, wo der Raumscheiß ist. Was wird da denn da überhaupt eigentlich ausgestoßen? Das eklige Zeug da. So, und dann bauen wir jetzt aber erstmal noch den Plasma-Cutter. Kapazität komplett. Und dann Impulsgewehr. Welchen Weg geht man denn am besten lang? Wenn wir... Fuck, ey. 1-2 bräuchten wir. 1-2, 1... ist eigentlich alles scheiße. Ich kann... Ja, machen wir so und dann gehen wir... den Weg hier oben lang, glaube ich, so lang da lang. Und dann ist als nächstes die... Also je nachdem, wie schnell wir an so Zeug drankommen. Bauen wir als nächstes dann die Rig aus. So, go, go, go. Kann ich hier irgendwo noch speichern? Da. Und alles piept. Ach ja, schnell speichern, ey. Schnell. Ja, ich dachte es mir. 20 Schuss haben wir. Oh, ein Textlog. Ja, dann. Bericht aus dem Chemielabor. Professor Jägerwald. Jägerwald H. An Dr. Cross E. Elizabeth. Sicherlich wissen Sie bereits von den organischen Wucherungen, die in einigen Teilen des Schiffes aufgetreten sind. Ich habe die Substanz untersucht und dachte, die Ergebnisse könnten Sie interessieren. Die Zellen ähneln am ehesten denen von Bakterien im viralen Verhalten. Mit viralen Verhalten. Wie bei Bakterien infiziert der Organismus andere Zellen durch Osmose, mutiert dann und reproduziert sich durch Agamogonie. Erstaunlich hierbei ist die Geschwindigkeit, mit der die Substanz wächst. Scroll. Boah, ist aber ein langer Text. Ein einzelnes Bakterium reproduziert sich in nur einer Minute bis zu 20 Mal. Etwas Vergleichbares ist mir noch nicht untergekommen. Ich würde meinen Ruf nicht darauf verwetten, aber ich möchte meinen, dass wir es hier mit einer echten außerirdischen Lebensform zu tun haben. Professor Havley glaubt, es könnte ein Habitat-Transformer sein. Die Menge an Gasausdünstungen sind enorm, warum es auch so übel riecht. Aber welchen Zweck es dienen könnte, wissen wir einfach nicht. Ich werde sie auf den Laufenden halten. Heinrich. Das ist also ein Habitat-Transformer. Siehst du? Die Transformers sind auch da. Also stoßen wir gleich noch auf Megatron. Hässliches Vieh an der Wand. Stirb. Du lebst immer noch. Stirb. Bist du nicht tot? Stirb. Kann er nicht einfach mal draufgehen jetzt? Bah, das ist ja ekelhaft. Bist du jetzt endlich tot, Mann? Habe ich jetzt echt 40 Schuss auf dich abfeuern müssen, damit du mal stirbst? Mann, bist du eklig. Hier sieht überall aus wie im... Was weiß ich, Kotze-Geschäft, ey. Okay, hier haben wir auch noch eine Werkbank. Selbst die da gerade eben gar nicht benutzen müssen in dem Kackraum. Oh! Oh! Alter! Willst du mich verarschen?
Mach die scheiß Tür auf, damit ich ihn umbringen kann. Oder ist schon tot, gut. Junge. Echt. Oh. Boah, ich sterb noch echt bei dem Spiel am Herzinfarkt, ey, wenn es so weitergeht. Oh, guck mal. Ja, hau rein. Und wieder mal hat sich der Energieknoten gelohnt. Yeah, megamäßig viel Zeug. Yeah, man, oh, Kohle ist ja auch noch am Start. Okay, Zeug haben wir auf jeden Fall jetzt genug. Hoffe ich. Also Munition geht langsam auch. Boah, bist du ek? Was? Boah. Bah. Wo geht's raus? Hier. Bah, guckt mal, ey. Guckt sich das mal einer an. Das Ganze ist so... Vegetative Anomalien in der Wachstumskammer Ost registriert. Nee, ich, da sag's mir was Neues. Vegetative Anomalie, bla 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 bla. Sag mir mal irgendwas, wo ich hier eine Waffe her. So ein Napalmwerfer oder so. Da flüstert. Irgendwas flüstert. Was denn? Irgendwo flüstert irgendwas. Hallo? Gefährliche Anomalie registriert. Quarantäne wurde aktiviert. Das ist ja ganz toll. Jetzt bin ich hier auch noch eingesperrt in der Scheiße. Hallo? Wo? Oh, nee, 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 nicht der! Och, bitte jeder andere, aber nicht der! Da, Junge! Da, 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 da! Doch! Stirb! Den mag ich gar nicht! Den mag ich gar nicht! Der ist fast genauso schlimm wie der andere Arsch, ey! Wo bist du? Ah, da, ey. Jetzt kann er sich nicht mehr wehren. Drauf, 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 drauf. Ich könnte ja sagen, immer auf die dicken Kinder und so. Oh, der hat einen Energieknoten bei. Danke, du hässliches. Blech. Boah, jetzt am allerschlimmsten wäre ja, wenn man den da mit dem anderen kombinieren würde, ne? Der sich immer wieder so regenerieren kann. Boah, ich glaube, dann hätte ich auch richtig Spaß. Was denn? Was ist das denn jetzt gewesen? Was sind das für Geräusche, Mann? Ekelhaft! Die ganze Wand lebt hier, ey. Das ekelhafte Dreckszeug. Geht's hier irgendwo rein? Da ist noch so ein hässlicher, ey. Ja, toll, das ist eine Wand. Stirb, Penner! Ich bin froh, dass der mir wenigstens nichts tun kann. Also außer stinkende Luft machen, aber da... Da kenne ich noch andere, die das können. Na gut, ich habe schon alles. So. Jetzt habe ich einen von denen platt gemacht, dann kommen da draußen bestimmt wieder Freunde gleich, oder? So, haben wir Magazin nachladen. Oh, 20 Schuss ist schon geil, ganz im Ernst. Wo kommen denn die Geräusche her, Mann? Nährstoffzufuhr einleiten. Nährstoff, ja. Was wird ersetzt? Ach, guck mal. Machen wir so. Hier aktivieren. Und dann mache ich so. Jetzt muss ich rumlaufen.
Hält das denn so lange? Nee, natürlich. Ach, ich muss andere Seite rumlaufen. Fuck. Ja. Okay, aber ich weiß, wie es funktioniert. Das anmachen, dann das verlangsamen.